Willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ich habe über die Faschingszeit jetzt mich ganz schön verkrochen und ja, ich muss sagen, es mag jetzt komisch klingen, ist aber wirklich so, es hilft manchmal einfach, sich in eine andere Welt zu flüchten. So, also was meine ich damit? Ich bin nun mal als Asperger momentan stand's noch nicht in der Lage zu verreisen. Ich kann nicht großartig irgendwie jetzt sagen, ich würde gerne Italien sehen, ich würde gerne Frankreich sehen, ich würde gerne irgendwelche anderen Dinge sehen, weil ich nun mal momentan stand einfach kaum durch unsere Stadt durchkommen. Und ja, das ist irgendwie unvorteilhaft, wenn man sich große Reisepläne macht, die dann aber alle leider mit enden würden, dass man wochenlang im Bett liegt. Also, was mache ich, damit ich trotzdem so ein bisschen was von der Welt sehe, damit ich so ein bisschen den Eindruck von der Welt da draußen kriege? Ich spiele Spiele. Ich spiele ganz viele Spiele, die an verschiedensten Orten sind. Ich spiele, auch wenn es jetzt ein bisschen doof klingt, Assassin's Creed, damit ich ein bisschen Unity, weil ich einfach ein bisschen was von Frankreich sehen will. Gut, es ist ein altes Frankreich, aber vom Prinzip ist es einfach mal eine andere Stadt sehen. Oder ich spiele Assassin's Creed Syndicate, damit ich London sehe. Und solche Sachen. Einfach nur Spiele spielen, die in einer anderen Stadt stattfinden, um die Welt da draußen ein bisschen besser zu sehen, ein bisschen mehr davon zu erfahren, ohne dabei aus meinem geschützten Raum raus zu müssen. Weil, wenn es so geht, war ich schon in London, ich war in Paris, ich war in China, ich war in Ägypten und oh. Es fällt mir gar nicht mehr ein, welches die letzte Stadt war, die es damals bei die Sims gab. China. Genau. Ich war auch schon in China mit die Sims. Und das sind so Kleinigkeiten, einfach mal die Pyramiden zu sehen. Auch wenn man es natürlich virtuell ist. Aber es ist einfach toll, wenn man etwas sehen kann, was man im echten Leben einfach noch nicht gesehen hat. Und ich hoffe irgendwie immer, wenn ich lang genug mir die Sachen anschaue, dass ich dann irgendwann genug Eindruck davon habe. Um dann irgendwann, wenn ich dann mal dahin reise, es wirklich auch so, ja, so sozusagen zu ertragen, dort zu sein. Was natürlich auch noch ein Vorteil ist, das ist wirklich riesig und immens, du musst keine Koffer packen. Du musst auch irgendwie nichts groß organisieren, du kannst einfach auf den Knopf drücken, dann startet dein Computer, Spiel starten und schon bist du in einer anderen Stadt, in einem anderen Ort. Und kannst dich einfach freier bewegen. Für mich ist das eine sehr große Sache, weil ich nun mal sehr eingeschränkt bin in meiner Erlebenswelt, weil ich eben im Prinzip den ganzen Tag sonst nur diese vier Wände sehen würde, in denen ich die ganze Zeit sitze. Und das wäre deprimierend. Das kann man glauben. Oh Gott, wäre das deprimierend. Aber durch so Spiele und durch einfach diese Spielewelten kann ich einfach viel mehr erleben. Ich kann, auch wenn ich nicht großartig draußen bin, einen ganz anderen Blickwinkel haben. Oder ich erlebe etwas, obwohl ich nicht weg bin. Und ja, auch wenn sich das verrückt anhört, ich finde das total toll. Ich bin auch gerne in der Welt der Pokémon, auch wenn die etwas fiktiv, sehr fiktiv ist, und sehr wenig realistisch. Aber ich finde es einfach auch schön, einfach mal durch die Welt der Pokémon zu laufen und egal wie oft du durch einen Ort läufst, du entdeckst immer irgendwas Neues, immer irgendwie was davor noch nicht da war. Und allein das ist doch schon mal was Schönes. Ja, also schön das ist, so hat es eben auch so seine Nachteile, weil wenn du zu lange in dieser fiktiven Welt bleibst und dieser unglaublich unrealistischen Welt, verlierst du irgendwie komplett den Überblick über die normale Welt. Gut, ist mir jetzt noch nie passiert, aber ich war auch schon mal so weit, dass ich ein Spiel wirklich so 4, 5 Tage am Stück gespielt habe und dann irgendwie darüber hinaus komplett vergessen habe, sowas wie damals zur Schulzeit meine Hausaufgaben zu machen oder ich dann einfach auch viel zu spät ins Bett gegangen bin, weil ich es in dem Moment einfach viel zu schön fand, jetzt durch die Welt zu latschen. Und das sind so Sachen, die sind dann eher weniger gut und die sind dann auch nicht wirklich mehr hilfreich. Wenn man so Spiele spielt, sollte man sich immer einen Wecker neben sich stellen. Ich stelle meinen meistens so auf die 30 oder so. Und dann
lasse ich den klingeln, damit ich dann mal eine Pause mache und dann irgendwas mache, sowas wie meine Mom besuchen, in der Küche natürlich, aber ja, ist trotzdem dann irgendwie so dieses, ich besuche Mom mal, schau mal, was sie macht. Mit meinem Hasen spielen, was essen, was trinken. Einfach damit ich nicht über die ganze Sache, also über dieses ganze Virtuelle, die Realität komplett aus den Augen lasse und in eine ganz andere Welt eintauche und vergesse wieder aufzutauchen. Weil in der virtuellen Welt, die ist vielleicht schön und gut, aber es ist halt nicht die richtige Welt und man kann viele Dinge virtuell erleben, aber leben kann man halt nur in dieser Welt. Und das ist halt der Nachteil dran. Ja, also ich muss auch sagen, dass ich oft natürlich auch solche Sachen mache, wie einfach über Google Earth Sachen anschauen. Sowas wie, ich war schon am Eiffelturm, einfach nur über Bilder. Weil, wenn du nicht groß raus kannst, dann brauchst du manchmal einfach viel mehr Fantasie als jeder andere, um sozusagen trotzdem etwas zu sehen, etwas zu erleben, etwas zu spüren im Sinne von, ja, von Luftzug oder sowas. Und ich kann mir vorstellen, dass ich auf einem Berg stehe mit viel Schnee und mir wird es dann auch manchmal kalt, einfach nur von der Vorstellung, dass ich da auf diesem Berg mit dem Schnee stehe und gleich Skifahren gehe. Obwohl ich inzwischen nicht mal mehr weiß, ob ich Skifahren kann. Aber in virtuellen Spielen kann ich toll Skifahren. Ja. Ja, ist einfach manchmal schön, wenn man sozusagen dort, wo man sich am wohlsten fühlt, in eine andere Welt eintauchen kann. Gut. Blöd ist es natürlich dann, wenn man irgendwie von dieser virtuellen Welt ein wenig abhängig wird und sich gar nicht mehr in die reale Welt geht. Also wenn man irgendwie an so einem Punkt angelangt, wo einem die virtuelle Welt und das Spiel wichtiger ist als die Realität. Das finde ich dann ehrlich gesagt nicht so gut. Das finde ich dann auch schade, weil ich denke, dass beide Welten für einen viel zu bieten haben. Die eine Welt hat einem einfach die Möglichkeit, überall hinzugehen, überall zu sein, überall was zu erleben, ohne dass man eben vor die Tür muss. Aber die andere Welt, die hat dann wiederum die Chance auf neue Leute kennenlernen, neue Dinge zu erleben, was essen. Okay, ich muss zugeben, ich habe gerade Hunger. Was essen, Geschmack, etwas zu schmecken, den Wind wirklich dann auf der Haut zu fühlen und sich nicht nur den Wind in Gedanken, so lange an den Wind zu denken, dass man irgendwann so denkt, aha, ich fühle den Wind. Weil es ist nicht so, dass wenn man den Wind in Gedanken fühlt, dass er dann ist wie der Wind, den man draußen hat, außerhalb der virtuellen Welt. Jetzt bin mir auch nicht sicher, ob ich das jetzt so richtig formuliert habe, aber ich hoffe es jetzt einfach. Oder die reelle Welt hat natürlich auch den Vorteil, dass da viele Leute sind, die dir wichtig sind, so wie bei mir meine Familie. Die sind in der virtuellen Welt nicht. Was allerdings die virtuelle Welt wieder Gutes hat, ist, dass die Sims zum Beispiel, da siehst du einfach genau, welche Stimmung sie haben. Da musst du nicht tausendmal raten und irrst dich dann doch wieder tausendmal in der Mimik oder Gestik her, was eigentlich bei denen gerade los ist. Bei den Sims, da steht einfach in einem Balken, welche Laune sie gerade haben. Und das ist sehr vorteilhaft in diesem Punkt. Tja, und das haben halt die reellen Menschen nicht, weil denen musst du immer reden und mit herausfinden. Und die meisten erzählen dir dann trotzdem nicht, was sie beschäftigt oder was bei ihnen im Kopf vorgeht. Ja, Vor- und Nachteile eben. Okay, eigentlich kann ich euch da jetzt nicht mehr dazu erzählen. Und ich hoffe, dass ihr versteht, was ich sagen wollte. Dass es nämlich toll ist, wenn man Reisen erleben will, wenn man andere Länder kennenlernen will, auch mal einfach ein Spiel zu starten. Und es gibt ja auch, glaube ich, irgendein Spiel, das Weltreise heißt oder irgend sowas. Habe ich nicht, aber ich habe mal davon gehört. Und da kann man dann vielleicht die Welt noch genauer anschauen. Einfach nur, damit man mal so einen groben Überblick über die Welt kriegt. Aber eben nicht dabei seinen geschützten Raum verlassen muss oder soll. Mein großes Ziel ist natürlich, irgendwann mal trotzdem in irgendein anderes Land zu reisen,
ich weiß nur noch nicht wohin, aber irgendwohin möchte ich mal auf jeden Fall. Ich glaube, wenn dann eher so China oder Japan, weil ich voll gern chinesisches Essen esse. Oder Italien. Das finde ich das Essen auch toll. Aber auf jeden Fall irgendwo hin, wo mir das Essen gut schmeckt. Weil wenn, dann mache ich dann so eine kleine Fresstour. Oh Gott. Okay. Ja. Wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video am Freitag. Bis dahin, tschüss. Und vergesst nicht, wenn ihr Fragen habt oder irgendwas, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Weil eure Fragen helfen mir, euch zu helfen, die Thematik besser zu verstehen. Ihr könnt mir natürlich auch eine E-Mail schreiben oder auch per Facebook. Auf Twitter bin ich auch. Alles in meiner Infobox drin. Wir sehen uns dann am Freitag und tschüss. Ach ja, und noch einen schönen Tag euch. Bei uns hat es vor ein paar Stunden angefangen zu schneien. Das ist total toll. Das freut mich voll. Gut, bis dann. Tschüss.